Ich weiß nicht, gibt's von Rammstein? Das wäre geil. Also, ich könnte es mir vorstellen, so kaltes, klares Wasser, Remix von kaltes, klares Wasser. Wasser. Ungefiltert Wasser. Mit Kalk. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Es ist wieder Zeit für Lanky Talks, also Leute, spitzt die Ohren. Es ist Toaster mit Blaze Dawn. Wieder mal neue Folge. Also was ist los und hebt die Hände hoch, außer ihr fährt gerade Auto, während ihr das hört. Was geht ab? Das ist Lanky Talks. Was geht ab? Blaze? Überragend. Curtis Blow. Ne? Ja. Yeah. The Breaks. These are the Breaks. Saugeil. So Assi Classic. Waren wir beide da schon geboren? Nee, ne? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, Anfang 80er war das, Bro. Ja, nee, also nein. Weil wir sind jung und dieser Song ist alt. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lanky Talks. Das ist Folge 53. Das ist unfassbar. 2023 ist in vollem Gange. Wir sind fresh wie eh und je. Und Blaze zitiert altes Zeug. Blaze, was geht? Ja. Fresher als was? Bring mal so einen Rapper-Vergleich. Fresher als frisch gepresster Orangensaft. Oh shit. Warst du das letzte, wo du gesagt hast, fresher als Geburt? Nee, das war Dings auf diesem, wie hieß er, den ich, Jabba the Hood. Ah, okay, okay. Und auf irgendeinem der Songs, ich habe dann natürlich gleich die ganzen Songs abgecheckt, das sind ja mehrere, glaube ich. Das ist nicht nur einer. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich habe die Songs abgecheckt und auf irgendeinem Song heißt es dann fresh wie eine Geburt. Ah, okay, nice. Ja, die Frage ist, wie fresh ist die Geburt, Alter? Ist schon relativ fresh, also so Neugeborenes ist schon gut fresh. Aber wenn man so bei Fresh so clean Assoziationen hat, dann geht's, glaube ich, in eine andere Richtung auf jeden dann Fall bei der Geburt. Auf jeden Fall cleaner. Ja, ja, ja. So fresh und so was clean. Was geht ab, Toaster? What's up in the hood? What's up in the hood? Ich bin hier in Rot. Und hier in Rot ist friedlich, Mann. Das ist geil. Das gefällt mir. Ich bin auch in der Hood, Langer. Niemand läuft durch die Hood mit Millenlanger. Mit Millenlanger. Das ist Bloodway, Langer. Ich lauf durch die Hood. Mach doch mal so einen Rapper-Vergleich mit ich lauf durch die Hood wie. Ey, ich hab dir doch letztens einen Typ geschickt auf TikTok. Ja, ich hab mir nicht angeguckt. Der ist brutal, der Millionen Klicks und so. Und der wird jetzt, jeder macht sich drüber lustig. Niemand läuft durch die Hood mit Millen, mit Millen. Ja, stottert er, ich muss ihn mir reinziehen. Das ist der deutsche 6ix9ine, finde ich. Also das ist auch, glaube ich, sein Ziel, mit so wie der aussieht Haaren und so. Nee, normale lange Haare, aber Grills und so. Geil. Und auch als 6ix9ine so neu rausgekommen ist, musste halt alle 20 Minuten irgendwie so ein Insta-Video machen, wo er halt immer betont hat, dass er in der Hood ist und ihm niemand was machen kann. Ist das so ein Dings, dass man so, ey, ich bin jetzt gerade hier und hier, keiner kann was machen? Ey, das hat jetzt das Jahr 2022 und auch so Anfang 23 hat uns ja jetzt gezeigt, dass es in der amerikanischen Rap-Szene eigentlich nicht so nice ist, seinen Standort zu posten. Ja, ne? Offset? Offset, Hat es bei Offset nicht auch eine Rolle gespielt? Genau, PnB Rock. Pop Smoke wurde zu Hause überfallen. Okay. Also die sind bei ihm zu Hause eingebrochen und er hat sich auch gewehrt und so, aber die waren der Überzahl. XXXTentacion ist dem zu Opfer war gefallen. War auch so ein Fall. Ja. Wer war noch? Das ist so gestört. PnB Rock auf jeden Fall. Also da hat die Freundin kurz 10 Minuten vorher gepostet, dass sie in irgendeinem Chicken Waffle House gerade am Essen sind. Das ist halt jetzt nicht mehr so, also es wird auch den US-Rappern geraten, erst irgendwas zu posten, wenn sie nicht mehr sondern auf dem Heimweg. Ja, ja. Irgendwie so. Ich glaube, das ist generell für dieses Social-Media-Ding gar nicht verkehrt. Ich habe jetzt letztens gesehen, da gibt es irgendwie so eine Turnerin oder so, hast du das mitgekriegt? Welche? Keine Ahnung, ich glaube, die ist Ami und die ist so 20, 21 oder so. Ja. Und die macht halt so TikTok-Videos, wie sie so Salto macht und so, weißt du? Halt so, macht so ein paar Moves. Mhm. Und
dann halt Follower, weißt du? Und jetzt war dann halt irgend so eine Competition, eigentlich voll das Nerd-Event, so Tourenmeisterschaft. Ja, ist die so Ding? So im US-Team, Olympia und also ist sie so richtig Ding oder ist es so Amateur? Nee, die ist, ich glaube, die ist nicht Amateur, die ist schon gut am Start, okay. Und so, aber das war jetzt halt einfach so Tourenmeisterschaft oder so, weißt du? So, und, da waren dann aber einfach dann so 16 bis 18-jährige, 19-jährige Jungs dann einfach, die war halt auf sie geiern wollten wahrscheinlich. Und okay. Aber einfach unendlich viele Typen vor dieser Venue. Und drin machen die gerade wahrscheinlich Barren oder so, weißt du, was wir früher alle gehatet haben im Sport. Aber in Amerika, dieses Tourenbusiness ist voll. Warst du gut am Barren, Blaze? Nee, ich war auch nie so ein Fan davon. Von so Barren, Boxspringen. Barren ist ja dieser lange Balken, oder? Barren sind diese zwei. Ah, okay. Weißt du, wo sie diese kranken Schwingmoves machen und ja, so? Ja, nee, da war ich nicht so. Ich habe das gehatet wie die Pest. Ja, ich habe das auch, Boxspringen und dann dieses mit diesem... Dieses kleine, wacke Trampolin. Ey Leute, genau, ist das für ein Trampolin? Welcher Mensch denkt bei Trampolin an dieses kleine Ding? Ich habe auch mal auf Netflix so ein Ding gesehen über so dieses Gymnastik-Game. Sorry, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Und die Leute uns wieder schreiben, wir labern nur dumm rum. Auf jeden Fall, die war bei diesem Wettkampf und da waren halt so viele Kerle anscheinend, dass das einen Polizeieinsatz ausgelöst hat und die Polizei dann halt kommen musste und musste da für Ruhe sorgen, weil die Kerle sich halt gegenseitig aufgestachelt haben und dann haben sie die anderen Turnerinnen angeblökt und angepöbelt, weil die Anna sieht viel besser aus und so, weißt du, so auf den Style. Und ey, ja, natürlich. Krass, das spielt ja bei Social Media ja, spielt also das ist ja auch bei Rolle. Vielen deutschen YouTubern und Twitchern und so, wenn die irgendwo so ein Fan-Treffen machen und so, es eskaliert ja meistens sehr schnell mittlerweile. Tomaten werfen und so. Ja, nicht das, also Python geht ja nicht mehr auf solche Events, deswegen wird das nicht mehr so der Fall sein. Another aber one. Allgemein so bei so Events eskaliert es ja mittlerweile ganz schnell. Da war doch auch letztens, hast du das mitgekriegt, mit dem übrigens ganz kurzer Einwurf, Getränk des Tages, Blaze? Kaltes, klares Wasser. Von wem war der Song? Rammstein. Falsch, von Schiller. Ist der Playlist würdig? Ich glaube nicht. Gibt es nicht auch von Rammstein so einen Song? Der Song, den du meinst, kaltes, klares, kaltes, okay, klares Schiller, Wasser. Ja, ja. So ein Techno-Trance war das ja damals. Ja. Guckst du gerade? Ich weiß nicht, gibt es von Rammstein? Es wäre geil. Also ich könnte es mir vorstellen, so kaltes, klares Wasser, Remix von kaltes, okay. klares. Kaltes, Wasser. Klares Wasser. Wasser. Ungefiltert mit Kalk. Das Getränk des Tages ist Fanta Pure Tea, 0% Kalorien, Zucker, Süßstoffe, Bio-Früchtetee. Und es schmeckt genauso. Es ist purer Tee. Es ist nice. Hätte ich jetzt Geld dafür gekriegt, hätte es nicht so gut beworben, wie es jetzt gerade ist. Nee, auf jeden Fall. Die Sache, also was ihr alle nicht peilt, ich habe das von langer Hand geplant. Das sind ganz, ganz viele Testwerbespots. So die Moves, die Business Moves. Die Business Moves. Ihr rafft es nicht. Ich indoktriniere euch seit 30 Jahren. Ja. Die Leute haben uns nicht auf dem Schirm, Blaze. Die ahnen das noch nicht. hast du mitgekriegt bei, was war das? War das bei Massiv? Mit dieser Döner? Ich bin Massiv. Platz in dein Geschäft. Horrorkord, Hunger, deshalb bombe ich euch weg oder irgend sowas. Wegbomben ist auch so geil. Beste Lied von Massiv mit Ding. Ich glaube Bastard. Was ist dein Lieblings-Massiv-Song jetzt mal im Ernst? Der hier. Aber das ist so einer der ersten Songs. Ja, da war er noch bei MC Bastard. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, ist einer der besten Deutschrap-Beats aller Zeiten. Ghetto-Lied ist auch geil. Das ist ein Ghetto-Lied, wenn du das Ghetto liebst. Auf einem Ghetto auf jeden Fall, gell? Massiv. Ja, Respekt an Massiv, Shoutout an Massiv. Ey, zieht asozial Legend durch. In the Game. Ja, ja, auf jeden Fall macht sein Ding. Und Legend in the Game, auf jeden Fall. Und der hat also, auf jeden Fall. Auch wenn man ihn nicht mag, man muss ihm den Respekt zollen. So. Der hat auf jeden Fall einen Dönerladen aufgemacht. Mhm. Und ich glaube mittlerweile mehrere Dönerläden. Yeah. Der ist, glaube ich, auch. Ich habe irgendwie die Tage was gesehen. King of so Side Hustles und Side Businesses. Und, War auch so einer der ersten, der wo in diesem Shisha-Tabak-Game war. Genau. Und jetzt im Vape-Game und so. Der macht schlau, diversifizieren und so. Auf jeden Fall macht der einen Dönerladen auf. Und das Ding war, jeder, der kommt, kriegt einen Döner halt irgendwie für 1 Euro, so wie es halt ist, am Eröffnungstag. Und aber jeder, der kommt am Eröffnungstag, der kann ein Foto machen mit Massiv, weißt du? Ja, da habe ich gesehen, dass sie irgendwie die Scheibe und so. Ey, das war so brutal. So. Die haben sich am Schluss in dem Laden einschließen müssen,
Weißt du, mit so Typen, die solche, weißt, solche Nacken haben und so, also so Riesenkerle, schließen sich in einem Dönerladen ein, ja, und haben dann wirklich koordiniert einen nach dem anderen nur reingelassen und so. Und dann haben sie, ja, haben glaube ich, eine Scheibe eingeschlagen und so draußen. Ja, aber das ist halt das Ding. In Deutschland, ja, mach keine Faxen aktuell mit diesem 1-Euro-Döner, Alter. Versprech den Leuten keinen 1-Euro-Döner und dann mach den Laden zu. Ja, also wie gesagt, auf diesen Fantreffen von diesen ganzen Influencern, TikTokern, Twitchern, was weiß ich, Onlyfansern oder was weiß ich, wo die ihr Business betreiben, das ist aktuell krass, das eskaliert sehr schnell und man unterschätzt es halt auch so, dass man erwartet halt nicht, dass es gab ja auch mal bei Kapi irgendwo, war bei Mediamarkt Berlin irgendwie Autogrammstunde, tausende von Leuten so innerhalb von ein paar Minuten. Ja, ja, ja. Richtig krass. Wobei, aber eigentlich ist es ja merkwürdig, weil du müsstest ja eigentlich denken, dadurch, dass, ich habe mir mal sowas reingezogen und da ging es irgendwie darum, wo der Unterschied ist zwischen früher und heute, was so Starsein angeht und so. Und warum heutzutage dann auch, keine Ahnung, Stars irgendwie, ach, warum die Sachen nicht mehr so arg abgehen und so und warum man die Leute so arg hypen muss immer. Und das ist ja dadurch, dass du immer auf ihrem Handy stattfindest, weißt du? Ja, ich finde also, weil auch die Leute auch viel greifbarer sind wie früher, oder? Aber ja, genau, die Leute sind viel greifbarer und so, ey, jetzt überleg mal, du kannst ja theoretisch, wenn du jetzt Bock hast, dann gehst du her und schreibst jetzt nicht nur irgendwelchen Rappern oder so, aber dann schreibst du Joe Biden auf Twitter. Was geht, Bruder? Nee, weißt du, das kannst du einfach machen. So. Und ja, ja, okay, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der es nicht selber bedient, aber keine Ahnung. Dieter Bohlen ist selber an seinem Instagram, weil jetzt gerade DSDS läuft, kam ich drauf. Ja. Und du kannst Dieter Bohlen eine Nachricht schicken und es besteht halt die Möglichkeit, dass er das wirklich liest, weil das halt auf seinem Device rauskommt. Und deswegen verstehe ich es aber umso weniger. Wenn du so nah dran bist, warum sind die Leute dann so heiß darauf, auf diese Fantreffen zu gehen? Weißt du, was ich meine? Ja, aber in Person sehen und schreiben ist ja nochmal was anderes. Ey, ich kann das verstehen, wenn früher Elvis irgendwie. Ja. Weißt du, was ich meine? Bro, für die ist halt irgend so ein Twitcher, ist halt jetzt für die Elvis, Bro. Das ist halt auch, das hat sich mit der Zeit voll verändert, so. Also nee, auf jeden Fall. Das ist mir völlig klar, aber ich meine, der Vergleich zu Elvis, weil früher, also als Elvis der Shit war, da hast du Elvis irgendwie zweimal im Monat im Fernsehen gesehen und ansonsten hast du den ja nicht gesehen. Ja, war ja zu unserer Zeit mit Eminem und Dre und Snoop und so auch nicht anders da. Ja, stimmt, genau. Die hast du wie oft also hast jetzt so ein Beispiel zu nehmen, das was unserer Zeit entspricht. So, also wir waren ja brutale Eminem-Fans so und da hast du, wenn der mal irgendwie in der Bravo Hip-Hop drin war oder was weiß ich, oder der mal einmal in 6 Monaten bei MTV zu Gast war oder bei Stefan Raab. Stefan hat mal wochenlang, immer legendär. Hat mal wochenlang hingefiebert und hat sich das im Fernsehheftel angekreuzt, eingerahmt. Genau, genau. Eminem kommt da und so, richtig krass. Ich habe mir letztens erst wieder. Und jetzt machst du YouTube an oder gehst auf sein Insta oder was weiß ich was. Eminem ist ja immer noch so ein bisschen bedeckt, hält sich immer noch ein bisschen so bedeckt, ist ja jetzt nicht so komplett Ding, aber irgendwie kommst du halt an frischen Eminem-Stuff so. Ja, aber und wenn es ja, nur irgendwie Eminem ist, der wo gerade irgendwo in der Mall einkaufen ist und irgendjemand hat es mit der Kamera gefilmt, dann ist es auf YouTube. Ich denke, vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass wenn Eminem immer, also für uns war, du sagst gerade richtig, das war so ein richtige, waren richtige Momente und so, weil das ist ganz, ganz ehrlich, damals waren so Stars, das waren ja wie so Übermenschen. Eigentlich ist es völlig beknackt, ne? Mhm. Aber das waren ja wie so Übermenschen. Also die waren eine, es gibt so dich, mich und unsere Freunde und Familien und dann oben drüber gibt es nochmal eine Schublade mit den Menschen, die mehr wert sind und da ist dann so Cristiano Ronaldo und Eminem und so sind dann da drin. Und aber vielleicht dadurch, dass du heutzutage immer irgendwie an Kapi dran bist, vielleicht denkst du, das hat man diese Komplexe nicht mehr, weißt du, was ich meine? Nee, weil die Kids von heute, die kennen das ja, die Zeit ohne diesen ständigen Dasein kennen die ja nicht, deswegen ist das für die Standard jetzt mittlerweile. Ich kann mich so an meine Kindheit, was so einer der krassesten Momente war, glaube ich, als Michael Jackson bei Wetten, dass war. Das habe ich halt übelst abgefeiert. Ich glaube, es war 1995 oder sowas. Und auch so die Mutter extra geweckt, also ich lag da schon im Bett und dann Mutter geweckt und so und extra zur Mutter 50 Mal gesagt, ey, bitte weck mich, wenn er kommt und so. Richtig krass. Also, weißt du noch, was er performt hat? Earth Song auf jeden Fall. Geil. Earth Song, glaube ich. Geil, muss ich mir mal reinziehen.
95, ich hab's gerade gegoogelt, 4. November 1995, sein Earth Song in Duisburg präsentierte, sahen 17,86 Millionen Menschen zu. Oh, krass. Das ist brutal. Ich glaube, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall bigger damals als so Champions League Finale oder so. Und Prince habe ich bei irgendeiner Awardshow, hieß es auch, dass, also Prince war ja auch so einer, der wo ein bisschen so gegeizt hat mit so Auftritten und Performances, also außer jetzt bei seinen eigenen Shows. Ja. Und da hieß es auch, hat meine Mutter gesagt, Prince tritt auf. Und da haben wir dann auch extra, war auch so 96, 97 extra eingeschaltet und Prince live gesehen. Ich habe letztens erst wieder vor ein paar Tagen beim Super Bowl Purple Rain. So brutal. Weißt du, ist ja jetzt im Februar ist ja Super Bowl. Weißt du, wer dieses Jahr die Halbzeitshow macht? Nein, sag. Rihanna. Nach langer Abwesenheitsphase. Hat die nicht schon mal gemacht? Ich glaube schon. Gibt es das, dass einer zweimal Halftime-Show? Ich glaube, sie hat es aber nicht, Ding. Beim ersten Mal war sie nicht alleine, sondern da gab es doch mal so Mashup-mäßig. Ich weiß, Beyoncé und Bruno Mars, kann das sein? Mhm. Hat sich glaub, J-Lo nicht aufgeteilt? Was? J-Lo? Ja, es gab aber auch mal so eine mit, wie heißt der Typ? Gab's nicht, haben sich Red Hot Chili Peppers nicht auch geteilt? Ja, es gibt mal mehrere, die wo sich geteilt hat. Ah, wie heißt denn der? Der war auch bei The Voice America in der Jury sitzt, der hat auch eine ganz berühmte Band. Ray Garvey. The Voice America, Mann. Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Ah, mir liegt's auf der Zunge. Ey, wenn, dann gucke ich deutsche Voice, ja? Was für Amerika, Mann, wenn dann? Ich jetzt sag, dann lass mich aus, weil warum? Der ist voll bekannt, der Typ. Weil es Elvis ist, oder was? Nee. Oh, der hat's auch mehrmals gewonnen, The Voice USA. Der gewinnt, also er sitzt in der also, Jury ja, und... Also, sein Team. Also, der, irgendwann nimmt man ja einen Künstler in sein Team und dann gewinnt ja ein Team bestimmtes. Ja, ja. Ah, Mann. Mark Forster. Nee, hey, mach weiter. Mir fällt es irgendwann ein. Und was war jetzt mit dem? Der hat auch Halftime-Show oder was gehabt? Ja, der hat auch geteilt, sogar zu zweit oder zu dritt. Aber mir fällt die scheiß Band nicht ein. Das die Frage ist doch ganz einfach, Blaze. Kann's den letzten Super Bowl toppen, ja oder nein? Ey, Rihanna hat schon ein paar Hits. Adam Levine, Hits? Mann. Von Maroon 5. Maroon 5. Maroon Mann, 5. Magst du Maroon Adam 5, Levine. Blaze? Ja, ich mag ich mag Adam Levine. Sympathischer Typ. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der Typ ist, aber ich mag Maroon 5. Ja, Maroon 5 ist geil. Adam Levine ist auch geiler Typ, auch guter, sehr guter Künstler. Ganz, so. Ganz viel, ganz, ganz langweilige Musik, Maroon 5, aber ich finde es trotzdem so auch gut. Nee, Maroon 5 mit Nicki Minaj, der Song war sehr stark. Da haben sich ja auch so zwei. Ja, das war auch so ein Radiosong, gell? Mhm, ja. Sugar oder sowas hieß der. Und Ding auch, Nicki Minaj und Cardi B mit Maroon 5, Girls Like You. Girls like you, ne. Hey Blaze, Copyright. Ich hab. Nicht, dass die uns sperren, ja. Wir haben schon genug Probleme mit Werbung und so. Ja, jetzt haben wir aber zu viel zu lang gekuschelt wieder hier, Toaster. Jetzt müssen wir wieder Street back to the streets wieder. Street, man. Street Knowledge. Ich hab's irgendwie in einem unserer ersten 10, 15 Folgen haben wir drüber geredet. Young Doug, Gunner. YSL Posse, die waren ja jetzt vor Gericht, die waren ja auch verhaftet und dies und das. Ja, kannst stimmt. du dich da noch dran erinnern? Ja, okay. Ja. Jetzt war Gerichtsverhandlung. Hör zu. Gunner, beide wurden zu mehreren Jahren, wenn nicht sogar zu lebenslänglich, verurteilt. Oh nee. Gunner ist jetzt frei. Hä? Gunner hat hardcore gesnitcht. Übelst gesnitcht. 31er on the bitches, oder jetzt was? Jetzt geht übelste Shitstorm auf Ding. Es sind Videoaufnahmen aufgetaucht, wo er gefragt hat, was YSL genau ist. Und er sagt, ja, das ist eine Gang. Bla, Gang, bla, bla. Gang. Oh, fuck. Und Young Thug sitzt jetzt immer noch hinter schwedischen Gardinen. Also, die...
wie nennt man das, um seinen Hals, wird immer kleiner. Die Schlinge um seinen Hals? Die Schlinge um seinen Hals wird immer, und so, ja. wird immer enger. Ghana ist jetzt draußen, letztens auch Videos aufgetaucht, wo er in irgendeinem Schulladen Sozialstunden an der Kasse abrichtet. Echt? Verkauft Sneakers und so. Auf jeden Fall, Young Tag immer noch hinter schwedischen Gardinen. Jetzt hat Ghana wieder irgendwas gepostet letzt. Irgendwas, YSL immer noch die Gang und das und das. Und dann haben voll viele Shitstorm-mäßig drunter kommentiert, ey, vor Gericht. Hast du aber nicht gesagt, dass es dein Label ist. Und also der hätte aussagen müssen, YSL ist nur ein Musiklabel und das, aber hat halt gesagt, es ist eine Gang und Young Dark und so sind alles Mitglieder. Ist eine verstickte Sache, also bei 6ix9ine war es ja nicht anders. Ah, und das Geilste war, also du weißt ja, 6ix9ine hat ja das Gleiche gemacht, um seinen eigenen Arsch zu retten, hat er ja Snitching in the Business und dann wurde er von jedem gehatet. Ja. Und als Gunner dies gepostet hat und den Shitstorm da abgekriegt hat, war 6ix9ine einer der Ersten, der wo das halt auch kommentiert hat und gemeint, ja, wie fühlt sich das jetzt an und so, weißt du? So wie damals PA Sports fand ich auch sehr stark, Shoutout PA Sports, fand ich auch sehr stark, als damals Bushido von K1, also Bushido K1 gedisst hat, war ja auf einmal die ganze Rap-Szene gegen K1, das und das. Mhm. Und dann als 2-3 Jahre später rausgekommen ist, dass Bushido nichts anderes macht, also in noch schlimmerer Art und Weise, hat ja kein Arsch irgendwie ein Statement dazu abgeliefert, dass es scheiße war gegenüber K1. Das hat dann PA Sports gemacht, so. Ah. Das fand ich also eine nice Aktion. Ich, ja, natürlich. Recht, wo Recht hingehört. Aber, ja, das ist eine ulkige Geschichte. Normal gehört es mal aufgearbeitet. Ja. Weil es stimmt, ist schon verschickt. Ich weiß noch das Dings, dass sich da jeder, also, das war dann sehr leicht, auf dem Bushido-Zug aufzuspringen. Ich meine, der Song war ja auch bärenstark. Ja, es ist ja immer leicht, nochmal auf jemanden draufzutreten, der wo schon am Boden liegt. Also das ist ja auch was Bekanntes so, was ja jeder gerne macht. Aber wenn dann 2-3 Jahre später man es rauskommt, dass derjenige, der wo den Shitstorm begonnen hat, das Gleiche macht, sogar noch in schlimmerer Art und Weise, da braucht man dann halt nicht... Ja, aber Ghana macht jetzt noch Musik auf jeden Fall. Also der kann noch Musik machen. Ja, Ghana macht jetzt noch Musik und UFO361 hat jetzt auch gleich direkt nach Ghanas Haftentlassung direkt angekündigt, dass jetzt, ich glaube, der Song ist schon draußen, dürfte jetzt diesen Donnerstag gewesen sein, ein Song mit Ghana wieder rausbringt. Also sein zweiter Song mit Ghana. Nice. Aber ey, wie nimmt man die dann noch ernst und so? Ey, das ist ein ganz schwieriges Thema, Bro. Nee, das ist, also Loyalität und Realness ist ja sowieso so ein Thema. Ja, aber Loyalität und Realness ist doch so schon seit längerem nicht mehr so. Weißt du, was ich meine? Also ist ja nicht so wie früher, so zu unserer Zeit. Da war ja Realness, dass das, was du in deinen Texten sagst, auch wirklich passiert sein muss. Das war ja voll das große Thema. Das ist, also. Ich war, um ehrlich zu sein, Blaze, ich weiß nicht, wie wichtig das war. Es war vielen, also spätestens als Kollege da war, war es nicht mehr so wichtig. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aktuell, also allgemein auch, das habe ich jetzt auch schon mehrmals mit dir und auch mit den anderen L1KY-Boys so schon diskutiert. Also, was man in seinen Tracks, also früher war es ja 50-50 Beat und Text. Mittlerweile ist Text vielleicht auf 10%, wenn es überhaupt. Es geht nur noch um die Atmosphäre. Ey, es gibt doch mittlerweile schon Songs ohne zweiten Part und so. Das gibt's doch natürlich schon. Gibt's sowas. Es gibt Songs, die sind in den Charts mit 1,30 Laufzeit, Bro. Ja. Ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Ich kann das hier ja garantiert leaken. Also das war ein bisschen off the record. Aber als wir die Folge gemacht haben mit Danny, habe ich mich, du warst noch nicht da, als wir, ich habe schon aufgebaut und so, habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Und da hatten wir es genau darüber, wo der dritte Part hin ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwann ist ja im Rap der dritte Verse ist ja verschwunden und mittlerweile verschwindet der zweite Verse. Bald nur noch Hooks, Bro, 2x4er und dann. Soll ich dir was sagen, Blaze? Genau an dem Punkt sind wir aber jetzt auch schon, wenn du es genau nimmst. Weil wir läuften. Wenn ich jetzt ich weiß gar nicht, wer hat denn damit angefangen? Wenn ich jetzt so ein neuer Typ bin,
Und das soll, ey, Leute, macht euer Ding. Da sind Leute dabei, die ich feiere, die machen das genauso. Also das soll jetzt keine Kritik sein. Aber wie läuft denn das ab? Die machen doch alle dieses Hörproben-Business. Du weißt doch genau, was ich meine. Und dieses Hörproben-Business ist doch genau das. Ich hab ein Beat, ich hab eine Hook oder irgendwas und das reicht. Das reicht. Hast du den Ding-Song gehört, den, wo ich letztens auf die Playlist gepackt habe? Lil Uzi Bird, I Just Wanna Rock? Der hat ja gar keinen Part. Der Song. Da geht's nur so, I just wanna rock. Und dann geht's weiter mit down. Also, ich glaube, wir machen jetzt halt irgendwie so diesen, ich will das jetzt da nicht überinterpretieren und so. Es ist leichter, viel zu viel rein zu interpretieren. Vielleicht ist es auch nur so eine Phase, aber für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als würden wir irgendwie von einer Ära, wo es wirklich noch Leute gab, die was sagen wollten und so. Und sei das jetzt auch nur auf einer Metaebene, also nicht natürlich nicht jeder Song ist brutal voll mit einer Message und so, aber gehen wir jetzt mittlerweile zu was nur noch Unterhaltung ist. Also wirklich nur noch Unterhaltung und Berieselung und ey, sorry, Rookie, dass ich das Wort sage, Vibe. Es ist einfach so, man, also das kann, also da hätten wir uns jetzt vor 6, 7 Jahren hinsetzen können und hätten uns diskutieren können, also ob das jetzt überhaupt Sinn macht, das und das, aber jetzt, Bro, die Lawine ist schon längst über das Dorf. Ja, klar. Das ist also, rum. Das ist rum, also entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht. Also, du kannst auch nichts mehr dagegen machen. Also du kannst jetzt nicht mehr, das wäre jetzt so wie mal jetzt sich irgendwie, du kannst dich jetzt nicht mehr fürs Mumble-Gebäude setzen und dich mit Sekundenkleber da festkleben, weißt du? Also das geht jetzt, it's too late. It's too late to apologize. Übrigens auch Timbaland, ne? Ja, natürlich. Wer sonst? Ich oder also, er? Gibt nur die zwei Optionen. Nee, natürlich. Ich denke, dass vieles davon wird eine Phase sein, ganz bestimmt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Rap halt mittlerweile ein brutal demokratisiertes Business ist. Jeder kann einfach Rap machen, releasen und so. Du brauchst keine Mittelsmänner. Jeder kann sich einen Account machen auf den einschlägigen Vertriebsplattformen und einfach Sachen rausballern. Kauft sich irgendwie einen Rechner und ein Programm, Mikrofon und so und dann für ganz wenig Geld bist du am Start. Ja. Und deswegen sind viele Leute da auch drin, die einfach nur mitmachen wollen. Einfach nur mitmachen. Ich hoffe aber, dass vielleicht kommt irgendwann so eine Welle und dann schwänzt die ganzen Leute wieder raus, weil jetzt ist ja schon rum, man kann ja keine Kohle verdienen mit Rap. Ja. Sehr guter Übergang, wie man mit Rap anfängt, weil jetzt kommt die Dawn-TV-Tipps zur Woche. Ich habe wieder ein bisschen Fernsehen und Streaming-Dienste konsumiert. Ich habe zwei geile Sachen gesehen. Auf jeden Fall an allererster Stelle will ich Almost Fly euch ans Herz legen auf Netflix. Ist eine geile deutsche Serie über drei Jugendliche aus einem kleinen Kuhdorf in Deutschland, die wo dann irgendwie Anfang 80er auch durch Einfluss der US-Military Bases in ihrer Umgebung so Hip-Hop für sich entdecken und dann irgendwann auf die Idee kommen, ihre Hip-Hop-Gruppe zu gründen. Ist richtig nice, hat mich so an vielen Punkten an uns erinnert, so an unsere Anfänge. Wir hatten natürlich schon das Glück, dass... Es geht nicht zufällig um Heidelberg, ne? Ich habe so das Gefühl, dass es ist eine fiktive Stadt. Das war jetzt Spaß. Ich denke ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bezug dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Städten ist. Nicht Kaiserslautern und so? Ist da nicht auch eine große Military? Ja, Rammstein und in Stuttgart und so auch. Ja, genau. Berlin hat ja auch eine Ding, Military Base gehabt. Da kennt man ja auch von vielen Berliner Rappern, wo dann so erzählt, Boogie und so erzählt. Stimmt, auch immer. Shoutout Boogie. Genau. Geil. Auf jeden Fall. Almost Fly heißt die Serie, ist richtig gut gemacht. Normalerweise sind jetzt 6, 7 Folgen. Wie lange geht eine Folge? 3/4 Stunde. Hättest du jetzt gesagt, das Ding 20 Minuten, 25 Minuten, hätte ich mir direkt heute Abend die erste Folge reingeballert. Nee, es geht schon 40 Minuten, aber ist richtig gut, Toaster. Zieh das rein, du wirst übertrieben feiern. Auf einer Skala von 1 bis 5, warte, ich muss kurz überlegen, 1 bis 5 Goldenen Dawns, wie viele gibst du dafür? Weil ich auch so viele Momente in der Serie hatte, wo mich an meine Jugend und an unsere so Anfangszeiten bei Lanky und so erinnert hat, würde ich auf jeden Fall eine starke 4 vergeben. So. Oh! Ja, also auf jeden Fall eine 4. Auch also viel aus dem persönlichen Bezug so. Deswegen eine 4. Was ich noch gesehen habe, da bin ich jetzt eben gerade durch, und zwar gibt es auch eine geile Doku über die ganze
What you know about tennis, Toaster? What you know about Tennis? Bist du da im Game? Weißt du, kennst du die Tennisregeln? Weißt du, wie Tennis funktioniert? Ich habe diese Ball mit Schläger, hau ich drauf und dann auf die andere Seite und der muss zurück. Ja, so Punkte und so, das Punktesystem, und Punktevergabe. 15, 30, 40 Satz? Mhm. Ne? Ja. Und dann 15, 30, 45 Satz. Ist 45? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und ich dann gibt es noch Ding. Advance und so Zeugs. Ist nicht so 100%. Erkläre ich dir mal in einer ruhigen Minute, wenn wir uns mal präsent. Ich bin nicht drin im Tennis-Game. Ich glaube, okay. Also, aber viele waren zu der, ach, da war doch Dings vor ein paar Jahren immer Federer und Nadal. Okay. Immer genau. So, ja. Djokovic war jetzt noch am Start die Djokovic letzten paar Jahre. Übrigens auch aus der ersten Lanky Talks-Folge, Leute, zieht sie genau. Euch rein. War er schon zu Gast. Breaking Point heißt der ganze Spaß auf Netflix, ist eine Doku, wo jetzt die ganze Tennissaison 2022, die großen vier Turniere und auch so zwischendurch mitverfolgt und auch über jede Folge so über einen einzelnen Spieler und so richtig nice. Ich feiere Tennis. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei, wenn es hochkommt, drei Spiele komplett gesehen, aber ansonsten bin ich großer so Highlights-Fan von Tennis. Ich habe schon öfters mir Best of Roger Federer, Nadal, Djokovic, Becker, Steffi Graf, alles Mögliche so mir von früher immer so reingezogen. So die Highlights-Sachen. Ist ein krasser Sport, wo mich beeindruckt. Ist ein bisschen. Brutaler Sport. Ist ein geiler Sport auf jeden Fall. Ist auch eine geile Produktion von Netflix. Also nach dieser Formel-1-Doku Drive to Survive ist das so. Ich glaube, von den gleichen Machern, nur über Tennis geht's da. Ist ein geiles Konzept so. Auch bei der Formel-1-Doku war das richtig geil. Empfehle ich euch. Breaking Point. Es gibt jetzt 6 Folgen, glaube ich. Und im Juli geht's dann, also jetzt haben wir da werden die ersten 6 Monate des Jahres 2022 abgehandelt. Also bis zur French Open sind die jetzt, glaube ich, gekommen. Und dann wird's dann weiter, Ding. Geht's im Juli weiter mit dem zweiten Teil. Ist auch geil, würde ich mir vielleicht auch beim über Fußball wünschen, so Bundesliga, so, aber dann habe ich mir auch gedacht, ist halt auch ein bisschen schwer umzusetzen. Bei Formel 1 oder Tennis, wo es nur so, also so Einzelpersonensportart ist, ist es halt leichter, wie wenn du jetzt irgendwie eine Bundesliga-Saison mitverfolgst und jede Mannschaft hat irgendwie 25 Spieler und das, weißt du? Aber gibt es doch diese, wie heißt das auf Amazon Prime? Ja, aber das ist halt dann immer so, dass nur eine Mannschaft, weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Genau. Aber auf jeden Fall nice. Breaking Point, zieht's euch rein. Toaster, Top 5, Dead or Alive, deine Tennisspieler. Oh. Boris Becker. Okay. Steffi Graf. Ja. Andre Agassi. Okay. Ja. Rafael Nadal, Roger Federer. Blaze, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kann dir die Bekannten Pete aufzählen. Pete Sampras. Die Bekannten aufzählen. Michael Stich. Novak Djokovic. Djokovic. Williams, Serena und Dings. Genau. Also Serena Williams ist ja bei den Frauen the greatest of all time. The ist GOAT. Ist sie GOAT? Ja, ja. Okay. Keiner hat so viel gewonnen. Guck, ich weiß nicht mal das. Ich glaube, Serena ist das, glaube ich, oder? Oder ist es Venus ist die Ältere. Ich kenne mich nicht. Ich habe King Richard letztes geguckt, aber ich glaube, ja, ich Venus ist die Ältere. Nee, Serena ist die greatest of all time. Also keiner hat so viel gewonnen wie sie. Und bei den Männern ist es, obwohl viele sagen, also denken Roger Federer, the greatest of all time, bei den Herren ist Rafael Nadal. Also ich glaube, 22 Grand Slam-Siege oder sowas ist halt schon krass. Was ist Grand Slam? Es gibt 4 große Turniere im genau. Jahr. Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open. Und wenn du die 4 Stück in dem Jahr gewinnst, ist es ein Grand Slam. Und dann gibt's er hat halt einfach 22 davon. Ja. Hä, das heißt, der gewinnt die immer, oder was? Nee, Grand Slam-Sieger heißt halt, dass er 22... Ach so, wenn ich in einem Jahr der hat halt alle von diesen 4 Turnieren hat von diesen von diesen 4 Turnieren hat er halt 22 Stück gewonnen. Aber sie jetzt alle 4 in einer Reihe geschafft hat, das ist dann nochmal. Okay. Aber hat er auch schon mehrmals. Also Rafael Nadal, krasser Typ. Ich spar immer so der Team Roger Federer, aber Nadal muss man schon anerkennen. Auf dem ich Sand. Erkenne ihn an. Ich glaube, der letzte seine Siegesserie liegt gerade aktuell bei 100, bei den French Open 150 zu 3.
150 Siege und 3 Niederlagen nur. Auf Sand ist er so schlecht oder was? Nee, er ist halt auf Sand untouchable. Auf Sandboden gibt's, also da musst du schon, da muss er sich schon das Bein brechen und das muss dein Glück, also. Und wenn du dann einen guten Tag erwischst. Aber den allerbesten deines Lebens. Dann hast du vielleicht eine 10%ige Chance, Rafael Nadal zu besiegen auf Sand. Also das ist richtig krass. Okay. Ja. Ich habe leider keine Aktienplays. Ich würde dir super gerne Zieh es rein, Breaking reden, Point. Also Breaking Point, Leute. Breaking Point, ziehst du auch rein, Toaster. Und wenn du soweit bist, dann reden wir nochmal drüber. Dann spielen wir ein Match, Alter. Gerne. Ich habe noch nie ein Tennis-Match gespielt, glaube ich, aber ich wäre gerne dabei. Ich auch nicht. Packe ich meine Schweißbänder aus dem Schrank aus. Oh, shit. So, für die Knöchel und so ein Stirnband. Und dann geht's los. Und so knappe Ding, Shorts. Knappe Höschen. Hast du King Richard geguckt? Nein, noch nicht. Okay. Also Will Smith, sein Swagger ist übertrieben geil. Diese Tennis-Shorts, ich feiere das. So diese ganz knappen. Okay. Nice. Nice. Ansonsten, was geht ab? Hau mal ein paar Hood-Stories raus. Ey, relativ wenig Hood-Stories. Was ich vorhin noch sagen wollte, wegen Dings, ich weiß gar nicht warum, in der Hood. Ich bin jeden Tag in der Hood. Ich poste auch meinen Standort übrigens. Ich habe keine Angst vor gar nichts, Mann. Okay. Also wenn ihr mich erwischen wollt, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich würde gerne einen kleinen Recap machen zur letzten Folge, Toaster. Was war letzte Folge? Ich glaube, das hat hier seinen Platz verdient. Ja, gerne. Uns hat ein treuer Zuhörer geschrieben. Shoutout. Shoutout, dass wir einen Song vergessen haben. Wir hatten ja die letzte Folge, hatten wir es ja über Ich bin back und I'm back Songs. Er hat einen Song erwähnt, Haftbefehl Kanakisch. Und du bist in die Recherche gegangen. Ich bin in die Recherche gegangen. Ich habe mir das Lied nochmal reingezogen. Und dann haben wir auch kurz vorhin darüber geredet. Also du hast recht, jeder deutsche Rapper ist in seinem Intro eigentlich immer back. Also ja, zu 99%. Und ich muss halt auch sagen, es tut mir leid. Also auf jeden Fall nice, danke. Aber ich fand halt Kanakisch-Album war halt nicht so eins meiner Lieblingsalben von Hafti. Ich habe das so ein bisschen verdrängt, glaube ich, so das Album. Als Kanakisch rauskam, Leute haben es gefeiert, glaube ich. Ja, yeah, war das das zweite Album von Haft? Ja, genau. Und auch die Medien haben es gefeiert. War das vor Russisch Roulette? Ja, na klar, okay, Russisch Roulette war Dings. Nach Kanakisch kam Block Platin. Ah ja, okay, ich habe Russisch Roulette mit Block Platin. Was es nicht auf Spotify gibt. Block Platin, warum? Ja, weil Index, glaube ich. Ah, Index, okay. Ich glaube Index. Krass. Nee. Ich fand nicht schlecht, ich fand die Beats brutal auf Block Platin. Ja, ich hab's mir durchgehört dann, nachdem der Zuhörer uns das geschrieben hat. Ich hab's durchgehört und da waren Kanakisch geile so ein, zwei Songs von der M3. Der mit Jan Delay ist brutal. Ja, schlechteste Sido-Part aller Zeiten ist meiner Meinung nach auf Kanakisch. Wollte ich gestern noch in die Gruppe schreiben. Oh, was ist das für ein Song? Geht's um Geld, gell? Ja, Geld, grün, gelb, lila oder sowas. Ja. Der ist so assig. Und die Quali, braun, grün, lila heißt der Song. Ich glaube, einer der schlechtesten Sido-Parts. Und die sind selten. Einer der schlechtesten Sido-Parts. Ja, ich überlege gerade, was sonst noch schlechte Sido-Parts sind. Also schlechte Feature-Parts. Ich guck gerade mal. Lass rauchen fand ich jetzt auch nicht so. Ich fand's, ja, wie du gesagt. Ich finde keinen Song, glaube ich, so richtig übertrieben gut auf Ding. Was ist das beste Haftbefehl-Album, Blaze? Das beste Haftbefehl-Album ist Aslak Stereotyp. Und trotz dem ganzen, was sagst du zu Chaka? Ja, muss man halt ausblenden, aber auf jeden Fall ist es, also ich habe. Aber Chaka ist auch Legende. Chaka ist halt Legende, aber ist jetzt lyrisch nicht so stark, aber auf jeden Fall, also es passt dazu so und ich. Das ist brutal, dass er so viele Feature-Parts hat. Bei mir Top 5 Dead or Alive. Top 5 Dead or Alive? Deutschrap-Album, ja. Geil. Weil es hat mich einfach so geflasht. Ja, es war schon wir hatten es letztens doch in der Gruppe drüber, das war schon ein krasser Moment. Als man das erste Mal gehört hat. Das war irgendwie für mich, gerade für mich so 0815 Allmann-Junge und so. Mhm. Für mich war Aslak Stereotyp hören wie das erste Mal mit so 10 Jahren Wu-Tang Clan. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Was sagt er da? Ja, ist brutal. Brutal. Und aber hat er das so fremdsprachige Ausdrücke und so in der Masse, hat er das erfunden? Oder war es doch jemand anders? Ja, er, glaube ich, so mit Cello und Abdi und so.
Nee, massiv war das Problem, dass der hat schon, glaube ich, darauf geachtet, richtig die Aussprache, sich richtig zu artikulieren, aber hat ist der halt nicht dann auch seiner so Grammatik Dings, dann meistens zu Opfer so, gefallen, so arabische Dings, Sätze drin und so. Das kam dann erst, glaube ich, so nach Hafti. Okay. Also ich denke schon auch so die ganzen Kanak-Rapper, die haben schon früher darauf geachtet, sich richtig zu artikulieren und weil du früher halt dafür auch voll belächelt wurdest und ausgelacht wurdest. Von uns Rucksackträgern oder was? Genau, von euch. Und dann, ich glaube, Hafti war so der Erste, der dann richtig drauf geschissen hat und dann sind halt viele dann gemerkt, ey, wir dürfen es ja so auf die Art und dann haben sie es halt auch gemacht. Haftbefehl hat halt aus irgendeinem Grund diesen Bonus gehabt, dass der von so die Zeit, Feuilleton, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also von diese, keine Ahnung, wurde aus irgendeinem Grund gefeiert. Aber soll ich dir sagen, was ich denke? Ich denke, dass es ganz, ganz viele gibt, ganz, ganz viele Gymnasium-Jungs, die das auf ironisch gepumpt haben. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass das ein großes Glück ist von ihm. Hey Bro, jetzt die Almans reden, also die Deutschen reden doch jetzt auch alle so. Weißt du, was ich meine? Also ich wohne hier direkt in der Stadt, bei mir ist hier gleich vor der Schule. Im Sommer oder so, wenn bei uns Fenster auf ist und dann laufen die Kids am Schule aus, laufen hier vorbei und ich sitze hier und arbeite und dann höre ich auch zu meistens auch, also letzt irgendwann im Sommer war Ding, sind so zwei, drei Kids so vorbeigelaufen, dann sagt der eine zu dem anderen, sag Walla, und dann gucke ich aus dem Fenster, waren es so Thomas und Daniel, weißt du, was ich meine? Der wollte also seine Bestätigung haben, indem er von seinem deutschen Freund verlangt hat, sag mal Walla. Ja, ja, ja. Sonst kann ich dich nicht ernst nehmen. Ja, auf jeden Fall. Nice, geil. Ich würde gerne weitermachen mit der... Ja, lass weitermachen. Mit dem Thema der Woche, Toaster. Genau. Wir hatten es ja letztes Jahr, wir ziehen das jetzt noch ein paar Folgen durch, wir hatten ja irgendwie... Unser Thema ist immer eine bestimmte Art von Songs. Wir hatten letzte Woche I'm Back, ich bin zurück Songs. Und diese Woche haben wir uns entschieden, dass wir Motivationssongs in Angriff nehmen. Und fünf Stück. Ich habe jetzt 5 US-Motivationssongs aufgeschrieben, Toaster. Gib mal. Oh, ich habe nur 4 US-Motivationssongs. Ich habe aber keinen deutschen, aber ich habe aus dem Kopf ein paar. Oh, du hast aus dem Kopf sicher ein paar. Dafür habe ich nur 4 amerikanische. Lass mal. Ich würde gerne mit einem anfangen, weil der ist Stani. Okay, sag. Das ist Keep Your Head Up. Von Tupac, der beste aller Zeiten eigentlich. Also der beste Motivationssong aller Zeiten. Wie gesagt, ich habe dir auch vorhin dich angerufen und habe gemeint, ey, Toaster, Motivationssongs unterscheidet man auch nochmal in 2 Kategorien. Einmal so diese Ding, ich tritt die Tür mit einem Frontkick ein, Motivationssongs, wo man auch gerne in seiner Fitness-Center-Playlist drin hat. Ja. Oder einmal diese so, heb den Kopf hoch, Bruder, es wird alles morgen besser, am Ende des Tunnels ist Licht und die Schmetterlinge fliegen über dein Gesicht, Songs. Ja, genau die 2 Songs gibt's. Genau, dann Tupac, Keep Your Head Up, dann würde ich weitermachen mit Nas, I Can. Oh ja, auch für Elise, super. Mhm. Stimmt. I know I can. Ich habe noch amerikanisch, das ist ein bisschen neuer. All the Way Up. Von DJ Khalid? Von Dings, von Fat Joe. Ah, ich hab's gerade verstanden. Dings. All I Do Is Win ist von DJ Khalid. Ja, ja, ja. Weißt du, wie er mit bürgerlichem Namen heißt? DJ Khaled? Ja. Ein arabischer Name ist es. Khaled. Khaled, ja. Aber einfach Khaled, zweimal. Khaled Khanzir Khaled. Das geht an alle unsere, die wissen Bescheid. War jetzt nichts Gutes, was ich da gesagt habe. Egal. Nächste. Von meinem Lieblingsrapper aller Zeiten. Moneyboy. Nee. Big L. Street Stuck heißt der Song. Ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Der ist auf dem Poor and Dangerous Album. Lifestyle of the Poor and Dangerous. Das ist jetzt nicht so ein großer... Song, aber ist richtig nice und wenn ich ihn so auch zitieren darf, wie fängt er nochmal an? Yo, where I'm from, it ain't cookies and cream, there's a lot of peer pressure growing up as a young teen und so geht's halt los. Also ist nicht alles cookies and cream, da wo er herkommt. Nur mal so zur Info. Ey, ich verstehe auch Cookies and Cream nicht. Platz 3.
Was? Von 112? Das ist Peaches and Cream. Peaches and Cream. Aber warum immer Sahne dazu? Cookies and Cream. Ja, was für Sahne, es gibt ja? Es gibt ja auch Cookie Cream, also... Ich glaube, damit ist nicht dieses Cream gemeint, sondern so diese Cremefüllung in diesen Keks, also so bei Oreo die Füllung und so weiter. Okay, das ist damit gemeint. Was hast du auf Platz 3? Ich habe noch. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt Plätze gemacht. Ich habe noch. Ich habe Drake. Welchen Drake-Song habe ich? Hoffentlich den gleichen, den ich habe. Ich habe sogar zwei Drake-Songs jetzt noch. Weil die mir direkt gekommen sind. Der eine ist der langweiligere und das ist Started from the Bottom. Was? Ist das nicht so ein Dings? Was? So ein Motivationssong. Zählt der nicht? Hast du gerade gesagt, das ist der langweilige? Das ist der langweiligere von den beiden. Ey. Also du hast gerade dein Pfeil in deinem Bogen gespannt. Und umgedreht. Und hast noch vorne die Spitze angezündet wie Robin Hood und hast direkt in my heart geschossen. Warum? Started from the Bottom ist einer der brutalsten Songs, Alter. Okay, ja, kannst du finden, Blaze. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn jetzt nicht so brutal. Okay. Hast du als nächstes den anderen mit Wayne und Eminem? Ja, na klar. Na klar. Commerz, Bitch. Ich finde das den geileren. Ja, natürlich. Das ist auch gut. Erinnerst du dich, als der rauskam damals? Yeah. Das war brutal, ne? Wer hat den besten Part drauf? Ja, Eminem. Kennst du die Story, dass, ich glaube, Weezy erzählt, also Lil Wayne erzählt sie, dass als die hatten alle schon ihren Part und als sie dann Eminem ihren gehört haben. Warte, wer ist noch drauf? Drake? Wayne? Kanye? Ja. Und Eminem, ja. Okay. Und also die hatten alle Kanye, Lil Wayne und Drake, die hatten alle schon einen Part und dann hat halt Eminem konnte halt nicht dabei sein irgendwie bei der Recording Session, hat seinen Part eingesendet und als sie dann Eminem seinen Part gehört haben, haben sie sich alle drei angeguckt und haben ihren Zettel zerrissen und haben neu geschrieben. Halt's Maul. Ich schwöre. Erzählt, glaube ich, Lil Wayne. Geil. Entweder Kanye oder Lil Wayne erzählt das. Geil. Aber der Part ist brutal. Der ist brutal. Ich habe auf dem nächsten Platz habe ich Fort Minor mit Remember the Name. Oh, was war das? It's 10% luck, 20% von TikTok. Auf TikTok das hat er doch so ein kleines Revival. Das ist Fort Minor, Bro. Das ist der Rapper von Linkin Park, Mike Shinoda. Das ist die Band von ihm und ich glaube, das ist ihr einzigster und größter Erfolg. So, der Song ist doch aber alt. Ja, der ist schon assi alt. Ja, also, und der Song hat ja so ein kleines Revival auf Dings, auf TikTok. Okay. Ja, das alles hat jetzt mittlerweile ein Revival. Weißt du, was ich meine? Ich guck gerade, Remember the Name ist von 2006, aber der Song war richtig big. In Amerika hier war er nicht so. Hier war er nur Platz 66 in den Charts. In Amerika war er richtig gut. Ja, ich kannte den Song auf jeden Fall, aber mich hat es dann gewundert, dass man den auf TikTok halt überall sieht. Ja. Stimmt, nächste. Das ist ein saugeiler Pick, Blaze. Was ist Fort Minor ist ein richtig guter Pick, den hatte ich auf gar keinen Fall auf dem Zettel, das war nice. Ja. Ist ja auch von mir. Ja, ich lobe dich einfach nur jetzt ein bisschen hier. Danke. Machst du viel zu wenig, meiner Meinung nach, in diesem Podcast. Okay, ich probiere nächstes Mal, baue ich auch nochmal ein. Ja, immer nur, auch wenn es nur ein kleiner Satz ist, das baut mich auf. Das bringt mich über den Tag draus. Motivation. Was hast du als nächstes? Meine Englischsprachigen sind durch. Okay, ich habe Wu-Tang Clan, A Better Tomorrow. Oh, auf welcher Ding war das? Auf Wu-Tang Forever. Okay. Ich habe noch einen, ich weiß aber nicht, ob es... Ob es zählt? Ich konnte es nicht richtig... richtig einordnen, ob es wirklich... Also Ludacris, Growing Pains... Da erzählt halt auch, okay, ich weiß, wie du es meinst. Also, pass auf, ob ich es zählen lasse oder nicht, kommt jetzt drauf an, ob du sagst, dass du den Remix pickst oder die Originalversion vom Album. Die Originalversion vom Album. Dann zählt es nicht. Warum? Weil der Remix geiler ist. Mit wem ist der Remix? Der Remix ist mit Scarface. Ja. Und mit, war das Shauna?
Keine Ahnung. Aber auch so ein Ding krass, mit so einem geilen Sample drin und so, ja. Der Original. Aber geht doch, we were trying so hard. Ja, ja, ja. Die Hook ist die gleiche auf dem Remix. Ja, ist schon Motivation so. Ja. Haben es halt hart versucht, weißt du. Ich habe Deutsch, ich habe einen auf die Schnelle geschrieben. Also einen habe ich mir geschrieben. Welchen? Der ist auch ein bisschen aktueller. Oh. Tarek KIZ, Ticket hier raus. Geil! Geiler Song, gell? Geil, die ganze EP war geil. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein paar Plays. Okay. Es gibt einen, ich kann den Leuten ans Herz legen, es gibt einen sehr geilen Seven-Day-Weekend-Song von Flip One und Smoothie P, der heißt Kopf hoch, Seven-Day-Weekend, Kopf hoch, der ist super. Werbung im eigenen Sinne hier, okay, ja, weiter. Ja, ganz genau. ich habe ansonsten den Prototyp eigentlich, Azad und Jonesmann, Kopf hoch. Ja, der Remix oder das Originale? Der Remix war auch brutal, gell? Ja. Auf dem Boss-Album. Wer war noch mit dabei auf dem Remix, Toaster? Wer war noch dabei auf dem Remix? Ich weiß es gar nicht mehr. Bushido. Stimmt, aber das war so ein zusammengestückeltes Ding. Den Bushido-Part gab es auch woanders, kann das sein? Ich weiß nicht. Ah, doch, ich glaube. Kopf hoch hieß der doch, oder das Song? Ich gehe in die Recherche. Ja, ich glaube, der hieß Kopf hoch. Ich glaube, Bushido der ist auch bei mir ganz oben mit dabei. Beste Tag meines Lebens von Kool Savas. Ja, auf jeden Fall. Ich finde einen richtig geilen Song und ich finde es brutal geil, dass sie es gebracht haben. Gott weiß, wie die das hingekriegt haben. Beweg deinen Arsch von Sido, Tony D und Kitty Cat. Ja. Auf den Scooter Beat. Fand ich richtig geil damals. Mhm. Ich habe Malcolm mittendrin von Motrip. Okay. Ey, weißt du, was jetzt mit dem Schauspieler von Malcolm mittendrin, weißt du, was er jetzt zurzeit macht? Welcher? Der Hauptdarsteller, der wo Malcolm spielt. Nee. Der ist jetzt Ding. Seit dieser Woche offiziell NASCAR-Fahrer. Oh. Offiziell auch in der NASCAR-Rennserie, was in den USA voll groß ist. Hat sich bei einem Team gesigned und fährt jetzt. Ist gesigned. Frankie. Muniz? Ich glaube, Frankie Muniz ist es, heißt er. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den aber auch, glaube ich, nie woanders gesehen. Wie heißt denn deines Sido-Song? Du musst weitermachen. Nein. Random Lyrics. Nein. Halt deinen Kopf oben, Bruder. Nein, Mann. Ja, erzähl weiter. Mir fällt noch einer. Hey, Blaze. Wie heißt denn der Song? Mit Gib nicht auf und kämpf immer weiter. Wie hieß denn der? Mit so einem Dings, mit so einem Beat, weißt du? War das so wie du? Was war so wie du? Keine Ahnung. Wie Papa, glaube ich, war das von Sido. Das finde ich auch meiner Meinung nach ein Motivationssong. Mein letzter Motivationssong ist, also mein fünfter dann, ist von Aslak Stereotyp Plays. Okay. Der Song heißt Narben bleiben. Ja, kenn ich. Bist voll begeistert. Ist nicht der stärkste Song auf Aslak Stereotyp, ja. Aber ich wollte unbedingt einen Haftbefehl-Song. Ich würde vielleicht noch... es gibt doch ganz ehrlich, es gibt doch voll viele Jonesmann-Songs. Ja. Aber wir haben es ja auch, ich habe ja vorhin dir den Gag aus der Sendung, also den, wo du schon seit Wochen für die Sendung vorbereitet hast, habe ich dir ja geklaut. Also eigentlich könnte man ja die kompletten, alle Songs, die es gibt. Die ganze Diskografie. Ganze Diskografie von Contra K hier von jetzt Contra vorlesen. Contra K bedient hauptberuflich einfach das Gefühl. Das ist sein Ding. Ey, Contra K. Kalendersprüche nice. Rap ey, vom Feinsten. Und wenn du ihn dir anguckst, guck dir Contra K an. Dem Typ glaube ich das, weil der gibt nicht auf, Alter, so wie der aussieht. Weißt du? Wenn ich so aussehen würde, würde ich auch nicht aufgeben, auf jeden Fall. Nee, ich meine, der chillt nicht. Der gibt nicht auf, der macht immer weiter und hält seinen Kopf hoch und vergisst nicht, wo er herkommt und die ganzen Floskeln und so. Ey, was ich manchmal denke, gerade so Kopf-Hoch-Songs, das muss doch eine künstliche Intelligenz easy peasy hinkriegen, so ein Song. Einfach Floskeln. Ja, falls euch noch ein paar einfallen, schreibt es bitte in die Kommentare.
Ja, schreibt's in die Kommentare. Ich könnte mir vorstellen, dass der Blaze da so eine geile Instagram-Story bauen kann. Ja, gerne. Mit so geilen Kopfhoch-Songs. Vielleicht haben wir ja voll den offensichtlichen vergessen, Alter. Ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen. Was du bist Boss auf jeden Fall von Kollegen, aber den habe ich extra nicht, den habe ich nicht genommen, weil der mir ist mir zu kitschig. Die Sache ist, das ist der einzige Song. Kann es sein, dass es der einzige Kollegah-Song mit Inhalt ist? Geht. Und auf jeden Fall, wenn wir schon den Namen angesprochen haben, Contra K. Also, ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Contra K auseinandergesetzt hast. Nicht so wirklich. Aber auf Platz 1 auf jeden Fall von den ganzen und auch, glaube ich, sein erfolgreichster Song ist Erfolg ist kein Glück. Erfolg ist kein Glück. Mit diesem bekannten Sample? Auf jeden Fall. Ja, kennst du auf jeden Fall. Das wird Dauerschleife auch im Radio und so. Ja. Ich guck gerade mal so. Gibt's von diesen, gibt's nicht so ein Luciano-Song oder so? Ja, gibt's auch Luciano mit Sido. Ich schwöre, echt? Ja, ist auch ein geiler Song. Bushido, Alles wird gut, ist auch ein guter Song. Gibt's einen Moneyboy-Kopfhoch-Song? Könnte sein. Jetzt weiß ich nicht auswendig. Ich fände einen geilen Kopfhoch-Song von Moneyboy. Was wäre dein Traum Moneyboy Feature Blaze? Außer Blaze the Dawn. Kannst du Gedanken lesen, oder? Moneyboy mit wem? Also Joel Santana wäre schon richtig brutal. Welcher deutsche Rapper hat ein Joel Santana Feature? Flair? Richtig. Ja. Aber da war auch schon, da hat sich schon ausgejuelt. Ich überlege gerade, Sammy da Deluxe hat ein J.R. Ryder Feature. Das ist auch so unnötig, Mann. J.R. Ryder, ja. Da war, das hatten wir aber auch schon mal, ich weiß nicht, ob wir das in der Folge schon mal hatten, da war ja schon Dipset schon wieder. Das war der absteigende Ast dann schon wieder. Das war da, also ein guter Rapper, auf jeden Fall. J.R. Ryder? Ja, ein guter Rapper. Aber schreibt, was so Reime anging und so, das war nice. Ja, aber da war natürlich schon, da ist das Floß von Dipset schon den Wasserfall runtergeslidet. Ja. Jewels wäre auf jeden Fall krass und ich glaube Gucci Man Feature, da würde er durchdrehen, glaube ich. Also ich glaube, das wird er nicht verkraften, wenn er ein Gucci Man Feature auch so kriegt. Gesundheitlich und so. Ja. Einfach abkacken dann. Ja. Ja. Gibt's nicht, hat nicht ein Haftbefehl hat ein Gucci Man Feature. Wirklich? Ja. Ja? Ja, der Song heißt irgendwas mit Eis, glaube ich, auf das weiße Album war der. Der ist richtig geil. Okay. Gucci. Ist richtig gut. Ja. Nur ein paar Pfiff, ja, okay. Ja, geil. Gucci ist geil. Ist nice. Rick Ross, wer hat denn der Rick Ross Feature gehabt? Flair, gell? Und es war ein gutes. Ich habe letztens den Song erst wieder gehört. Farid hat ein The Game Feature. Farid hat ein French Feature. Hat nicht Farid auch ein Rick Ross Feature? Separate hat ein Cormega Feature, das ist krass. Ach. Das fand ich damals zu der Zeit, fand ich das krass. Hat ein Rapper ein Cameron Feature? Hätte ich $1,000 bezahlt, hätte ich jetzt auch ein Cormega Feature. Ja, und ich muss 2000 bezahlen, oder was? Nee, also ist jetzt nix Ding. Also ich hab doch mal mit ihm geschrieben und so. Ey, Leute, aber kam mir Leute, wenn ihr zuhört und ihr seid so Rappers, wenn ihr ein Feature braucht aus Amerika, Blaze ist euer Mann. Auf jeden Fall. Der Plug. Der Stecker. Der Plug. Will das Stecker sagen in Zukunft. Diesen Monat habe ich Angebot, Young Dirty Bastard. Ich mache euch raus. Was war es nochmal? Ich glaube $1,000. Nee, immer mehr. 5.000. Ich mache euch das klar für 2. Wenn wir sofort überweisen. Oh Mann, nee, lass die Finger weg von dieser Amerika. Warum? Blaze, Dings. Ja, weil die Leute wollen dann denken, dass es der schnelle Weg nach oben ist. Leute, macht einfach gute Songs. Ja, ich hatte recht, Farid Bang featuring Capo und Rick Ross, Scarface, weil ich hab's letzt gehört. Aber ich find's
Ich finde den. Also, du hast ein Rick Ross-Feature, Bro. Und ich fand das so schlecht. Also, die Parts von den deutschen Kollegen. Also, pff, keine Ahnung. Das ist Next Level. Früher hatten wir Schiss, dass die Amis einen Fick geben und jetzt kaufen die Deutschen sich das Feature und dann geben die Fick. Fand's nicht so nice. Scheißegal. Was wäre dein Traumfeature? Ami-Traumfeature. Wenn ich einen Song mache? Ja, wenn du einen Song machst und darfst dir jeden aussuchen. Aber natürlich nur noch die alive sind. Also kommen wir jetzt nicht mit Pac oder Biggie oder so. Ich fänd Max B, fände ich krass. Halt's Maul, Toaster, Mann. Ohne Witz. Gleich voll die schlechte Laune. Ah ja. Max B. Jok Vanille Eis Amena Koim. So ein Song mit MC Hammer wäre schon geil. So. Du kannst jeden aussuchen, wo du willst. Du kommst mit Max B, Mann. Das ist so wie Ding. Wenn ich zu Eisdiele mit dir gehe, ey, such dir aus, was du willst, und du sagst, ey, du hättest gerne nur ein Glas Wasser, weißt du? Wenn ich mir jeden aussuchen kann, ich weiß nicht mal, ob ich einen Ami nehmen würde, Blaze. Ja, fuck you, Toaster, ohne Witz. Ey, natürlich. Ich stell dir eine Frage, Blaze, du sagst, jeder sagt Eminem. Jeder sagt Eminem, weißt du? Soll ich Eminem sagen? Bist du dann glücklich? Ja, sag doch einfach. Sag das, was du fühlst. Sag das, was dir am Herzen liegt. Sag, keine Ahnung. Sei du selbst, komm aus dir raus jetzt. Wenn ich mir aussuchen könnte, ich fände ein Max B-Feature krass. Aber ich fände auch ein Cameron-Feature krass. Halt's Maul, du sagst... Du sagst Rocky, nee, du sagst Max B, du sagst, du würdest Max B wählen, anstatt ein Eminem-Feature. Ich glaube, ey, ganz ehrlich, nee, pass auf, wir machen das jetzt mal, okay? Ich glaube, ich würde wirklich nicht Eminem sagen, im Ernst. Ja, dann sag doch, Kendrick sagt, bevor ich, Dr. Dre sagt Snoop Dogg. Bevor ich Eminem sage, sage ich Cameron zum Beispiel. Das ist Max B natürlich was Scheiß. Okay. Max B ist geil. Aber ich würde mir jemand anders aussuchen, das ist doch völlig klar. Cameron, du kannst dir jeden aussuchen, wenn du willst, und du suchst dir Max B aus. Ey, das geht nicht in meinen Kopf, ohne Witz. Das ist der größte Bullshit, was ich in den letzten 35 Jahren in meinem Leben gehört habe. Blaze, ich mache einen Kopfhoch-Song mit Kontra Ice K, Cube, ja. Bro, Ice Cube. Was weiß ich? Wen gibt's noch? Ja, Diddlemaus. Mit Dings, mit Diddle Wayne. Mit Lil Wayne. Wie heißt er? Ja, ey, Lil Wayne ist nice. Ja, Lil Wayne auch. Also das wäre auch wahrscheinlich unter meinen Top 10 Ding. Die Sache 50, ist, Blaze, jetzt, 50 worauf Cent. Worauf ich hinaus will, Blaze. Wenn du das Eminem-Feature nimmst, okay? Ja, nehme ich jetzt. Um dir eins reinzudrücken. Ja, mach das. Ich find's geil. Ja, nächste Woche kommt's raus. Was willst du jetzt dagegen tun? Max B, Alter. Ich hab schon pass viel auf. Scheiß gehört. Blaze. Was passiert, wenn du den Song hast mit Eminem? Was passiert? Dann habe ich einen Song mit Eminem. Allein, wenn ich wüsste, ich könnte zwei Blaze, Stunden im Studio mit Eminem Blaze, chillen und der Song ehrlich, kommt Blaze, niemals das raus, dann wäre ich schon zufrieden. Blaze, wär das ein, denkst du, ich bin imstande, einen geilen Song mit Eminem zu machen? Nee, es geht einfach nur darum. Ja, genau, darum, Eminem, so darum geht's, Punkt. Aber mit dem XP machst du einen geilen Song, natürlich, oder was? Natürlich mach ich mit XP. Billboard 1 und brutal, so Ding. Der die Hook singt, Grammy Alter. Award und Ding. Denzel Washington verleiht euch den Preis und so, macht Blaze, weißt Laudatio. Du, wie brutal der die Hook singt, wie schief und so. Halt's nice. Maul, Toaster, ohne auf Witz. Auf diese 80s, 80s Rock, Sample hier, Beats und so. Wenn wir uns in dem letzten Jahr 2022 einigermaßen Kredibilität und Ding aufgebaut haben, hast du das hier gerade mit deiner Aussage, dass du ein Feature mit Max B haben willst, hat das krass, Leute, hat alles in die Tonne Leute, gekloppt. Verschlaft Max B nicht, Alter. Max B, Alter, ohne Witz. Max B. Blaze, gern geschehen, schlaf gut. Nee, ey, darf ich jetzt aussuchen, Blaze, mit wem ich ein Feature habe, oder darf ich nicht aussuchen? Ja, aber du was gescheit, ey. Du hast also, aber was gescheit. Du sagst dir jeden, wenn ich dir sag, nur irgendwelche C-Klasse, D-Klasse-Rapper, dann Max B, schön, dann nehme ich auch Max B. Achso, doch. Jeden Post Malone, nimm von mir aus Post Malone, was weiß ich. Was soll ich mit Post Malone? Da dieser Cowboy-Typi Lil Nas X oder so. Nee. Blaze, ich nehme nicht Eminem. Das ist das, was ich sagen will. Ich nehme nicht Eminem. Ja, aber nach Eminem kommen noch mindestens 150 andere Rapper. Natürlich. Bevor Max B dran ist, Bro. Natürlich. Ja, dann sag jetzt was.
Ja, hab ich doch. Ich mach jetzt so, als wäre die letzten 10 Minuten hier nicht passiert. Sag jetzt einen anderen Rapper außer Max B. Ich hab doch gesagt, wahrscheinlich würde ich vor Max B, wenn ich jetzt nicht lustig sein wollte, irgendwas Lustiges sagen wollte, ich würde vor Max B würde ich Cameron nehmen zum Beispiel. Fällt mir direkt ein. Okay, Cameron. So, ist nice. Hat's nicht drauf, kann nix. Ich würde wahrscheinlich eher Lil Wayne nehmen. Ich denke aber, ich würde nicht Eminem nehmen. Das ist alles, was ich sag, Alter. Ja, ich würde Jadakiss nehmen. Ist auch geil. Lieber wäre es mir noch The Logs so komplett. Ja. Und dann als vierter Typ und dann abwechselnd die ganze Zeit. Ja, genau, Styles geil, und ja, Ding. Ja. Jada müssen sich so die Bälle hin und her spielen. Wenn Shook stehen so neben dran nur. Wenn du nur einen haben kannst von den drei, dann nimmst du Jadakiss. Jada, ja. Safe. Wenn du aber Jada nicht haben kannst. Ich glaube, Styles P ist der stärkere Rapper. Ich würde auf jeden Fall Styles nehmen. Ja, Styles ist der stärkere Rapper. Styles ist schon nice. Obwohl Chic Looch auch schon ein paar geile Songs, Solo-Songs. Was ist der Lieblings-Lock-Song? Der kommt jetzt auf die Playlist. Ah, nee, wir hatten letztes Mal schon einen Lock-Song. Money, Power, Respect ist, glaube ich, so mein Lieblingssong. Dann finde ich Ride or Die, Bitch mit Eve, finde ich noch nice. Wir machen Ride or Die, Bitch. Machen wir drauf. I'm a ride or die, bitch. Aber was ist dein Song der Woche, Blaze? Lass es abbinden. Ja, jetzt haust du mir Max B an den Kopf und jetzt sagst du abbinden, Alter. Ich muss mich erstmal Nächste Woche droppt dein Song mit Eminem? In Rehabilitation begeben, jetzt nach der Aussage. Delfin-Therapie, Mann. Ja, hau mal du raus, ich muss kurz gucken. Mein Song der Woche, den habe ich... wir müssen vorher noch was machen, Blaze. Was ist nächste Woche das Thema? Was für Songs nehmen wir nächste Woche? Jetzt bist du dran, darfst du dir einen aussuchen. Ein Thema? Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, ich hätte gerne, weil ich habe vorhin gehört und den greife ich... Dann mache ich heute einen anderen Song der Woche. Nämlich, es gibt doch immer wieder so Songs, wo Leute, wo die Jungs drüber rappen, wo sie herkommen und so. Das Representer, ja. So. Aber Representer nicht sich oder ihre Crew, ich weiß, was meinst, sondern aber. Dings, sondern ihre Hometown. City Representers. Und so. Ja, genau. Okay. Und ich habe schon einen richtig geilen, den ich du vielleicht nicht geil. Auf dem Zettel hast, der da um die Ecke gedacht reinpasst. Und ich würde gerne machen nächste Woche Top 5 Songs Represent the Hood. Okay, alles klar, bin ich ready. Und mein Song der Woche. Sollen wir einen von der Ding? Hä? Von der Motivation List nehmen, jeweils? Oh ja, klar, können wir machen. Okay. Ich würde nehmen, warte, ich muss gerade nochmal gucken. Ich nehme Fort Minor, Remember the Name. Ja, das ist geil. Und ich nehme dann. Ah, warte, wo bin ich hier? Fort Minor. Und ich nehme Started from the Bottom von Drake, weil er dir so gut gefällt. Erst noch sagen, das ist der schlechtere und so, aber hört es euch an, Leute. Drake Started from the Bottom, now we're here. Zieht euch noch das passende Musikvideo dazu rein. Also, das ist eine Rolls Royce, neben sich fahren zu lassen und nebendran zu laufen, das ist halt schon Baba Move. Weißt du, was ich meine? Das ist Baba Move und weißt du, woran man den Baba Move dann auch erkennt? Das gefühlt hat das ja jeder kopiert, ne? Ja, ja. Diesen Move, dass er neben dem Auto herläuft und so. Das hat jeder kopiert. Auf jeden Fall. Es war uns wieder eine Ehre. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Folge 53, wenn ich mich nicht irre. Wie heißt der Song? Der Song? Ja. Wie heißt die Folge, Toaster? Die Folge heißt, ich würde ja sagen Max B, aber dann kriegst du wieder einen Herzinfarkt. Ich hatte auch jetzt eben gerade was mit Max B. Max B is the choice oder sowas? Oder ist es zu lang? Das ist zu lang. Uns fällt irgendwas ein. Blaise. Wählt Max B ist der Folgentitel. Wählt Max B. Wählt Max B ist der Folgentitel für diese Woche, Folge 53, Lanky Talks. Thank you very much. Schreibt uns in die Kommentare, was eure Motivationssongs sind. Was hört ihr so im Fitnessstudio, wenn ihr eure Squats macht oder eure Bizeps Curls oder was weiß ich, was da für Moves gibt. Ich bin jetzt out. Ich gehe jetzt und auch schreibt noch mal uns euer Traumfeature für den Blaze und mich. Genau, Traumfeature. Mit wem soll ich einen Song machen? Mit Max, mach so eine Umfrage, Blaze, ob du mit Max B oder mit Eminem. bei Toaster ist ja klar, da braucht ihr nichts zu schreiben. Er macht, also auch wenn ihr jetzt schreiben würdet, irgendwie Adele oder ich Lionel Richie, der wird halt trotzdem ich Max B wählen. Ich mach Song mit Lionel Richie, Alter. Der wird halt trotzdem Max B, oder wenn ihr sagen würdet, Ed Sheeran, da sagt er winkend ab,
ablehnt, sagt er dann, nee, Max B und so. Aber das Geilste wäre natürlich, liebe Zuschauer, wenn Max B sagen würde, dass er gar keinen Song mit Toaster machen will. Dann, Dings, kennst du dieses Meme, Forever Alone? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wieder lange Rede, kurzer Sinn. Lanky Talks 53, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Blaise Dorn, mir gegenüber sitzt Toaster in the Building und neben ihm sitzt sein imaginärer Freund Max B. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Peace!